Der HSV hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet und das ist Steffen Baumgart. Zumindest sieht es am 19.02. Abends kurz vor 8 ganz stark danach aus. Und ich habe genau an diesem Datum einen neuen Spielstand im Football Manager gestartet. Natürlich auf Grundlage der realen Ergebnisse. Der HSV ist also auf Platz 3 mit 38 Punkten, hinter Holstein Kiel mit 42 und St. Pauli, die schon 7 Punkte Vorsprung haben, also schon etwas enteilt sind und sehr wahrscheinlich der erste Aufsteiger sein werden. Und in diesem Video werden wir bis zum Saisonende simulieren, schauen, wie Steffen Baumgart die Mannschaft aufstellt, ob er gleich die ersten Spiele gegen Elversberg und Osnabrück gewinnen kann und natürlich, ob er am Ende der Saison dann auch aufsteigt. Das ist ein klarer Auftrag. Schauen wir mal, ob er den erfüllen kann. Baumgart ist nicht etwa wie Tim Walter jemand, der bedingungslosen Ballbesitzfußball spielen lässt. Sein taktischer Stil ist eher Flügelspiel. Das heißt, unter ihm wird es dann mehr Flanken geben als Kurzpassspiel und geduldiges Spiel in den Strafraum. Der HSV hat gerade 2:2 gegen Rostock gespielt. Das war das Spiel, das Merlin Polzin coachen durfte. Und zuvor das letzte Spiel von Tim Walter gegen Hannover 96 zu Hause mit 3:4 verloren. Okay, da sind wir schon am 26. Februar. Das heißt, das erste Spiel unter Baumgart ist durch. Und wir sehen, dass Bakariata direkt im ersten Spiel eine rote Karte gesehen hat. Das hier ist das Team, was er aufgestellt hat. Ambrosius und Hatzi Kadunic in der Innenverteidigung. Schonlau hat sich tatsächlich direkt verletzt. Das Problem ist nur, der HSV hat direkt im ersten Spiel zu Hause gegen Elversberg unentschieden gespielt. Und das ist viel zu realistisch, ne? Ey, das ist viel zu realistisch. Einfach 2,47 XG zu 1,04, aber das Ding nicht gewonnen. Die Tabelle nach dem ersten Spieltag unter Steffen Baumgart sieht so aus. St. Pauli hat das Spiel gegen Holstein Kiel, das Spitzenspiel, mit 2:1 gewonnen und ist jetzt mit 48 Punkten absolut davongezogen. 11 Punkte bis zum ersten Nicht-Aufstiegsplatz, das ist schon eine richtige Ansage. Ja, und der HSV muss jetzt eben im nächsten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück unbedingt einen Sieg holen. Und dieses Spiel gewann der HSV dann eben auch mit 2:0. Also der erste Sieg unter Steffen Baumgart. Ja, direkt nach dem Spiel gegen Osnabrück gab es ein Auswärtsspiel in Düsseldorf. Und das Spiel gegen Düsseldorf ist ein wichtiges Spiel, weil Düsseldorf auch weit oben in der Tabelle mit steht. Die wollen auch ganz gerne aufsteigen und die haben den HSV einfach mal mit 3:1 geschlagen. Ludovic Reis hat das einzige Tor des HSV geschossen in der 94. Minute. Der HSV wirklich kein gutes Spiel gemacht. 0,53 XG nur. Fortuna Düsseldorf deutlich gefährlicher. Der einzige, der eine ganz gute Leistung gezeigt hat, war Ludovic Reis mit einer 7,3. Ansonsten Daniel Heuer-Fernandes eine 6,1. Sebastian Schonlau kehrte wieder zurück in die Innenverteidigung. Hat grauenvoll gespielt. Anzi Suhohn auf der 10. Auch das hat nicht funktioniert. Jean-Luc Dompé hat die Anweisung von Steffen Baumgart nicht verstanden. Hat es auch nicht gut gemacht. Im nächsten Spiel zu Hause gegen Wien Wiesbaden sollte doch eigentlich alles besser laufen, aber es gab ein 1:1. Der HSV hat das 1:0 gemacht in der 87. Minute und in der 93. Erlaubt sich Florian Carstens einfach mal den Ausgleich zu machen. Also auch hier wieder ein sehr unglückliches Spiel des HSV. Im nächsten Spiel gegen Greuther Fürth gab es dann wieder einen Sieg, ein knappes 3:2 ist es am Ende des Tages geworden. Aber auch hier muss man sagen, wirklich überzeugend war es nicht. Und damit ist man eben wieder zurückgefallen auf den dritten Tabellenplatz. Holstein Kiel mittlerweile nur noch Vierter, Hannover 96 hat sich vorgeschoben und ist jetzt Zweiter. Hinter St. Pauli, die absolut vorneweg marschieren, 9 Punkte vor Hannover, 9 Punkte vor dem HSV. So langsam kann man da wirklich zum Aufstieg gratulieren. Und beim HSV, man sieht es hier, wenn man sich diesen Terminplan anguckt, da fehlt halt einfach die Konstanz. Das einzige Glück, das der HSV hat, ist, dass alle da oben auch relativ inkonstant spielen, St. Pauli mal ausgenommen. Der führt dann eben auch dazu, dass es hier verdammt eng ist. Ne? Platz 7 mit 43 Punkten, HSV mit 46 auf Platz 3. Hinterher im Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern gab es einen Hattrick von Robert Glatzel. 9., 58., 89. Minute wurde Kaiserslautern aus dem Stadion geschickt. Auswärts in Magdeburg konnte man 1:0 gewinnen durch ein Tor von Glatzel in der ersten Minute. Und dann ein extrem wichtiges Spiel gegen Holstein Kiel und das ging 1:0 für den HSV aus. Ein Tor von Ludovic Reis hat gereicht. Es ist nicht mehr aufsehenerregende Fußball. Es ist nicht mehr dieser dominante Spielstil. Man sieht es hier, guck mal, 48% Ballbesitz ist jetzt wirklich nicht mehr den HSV, den man aus der aktuellen Realität noch kennt unter Tim Walter und auch unter Merlin Polzin. Und wieder spielt Anzi Suhohn auf der 10, was auch relativ spannend ist. Und Moritz Heyer als Rechtsverteidiger. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so unrealistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass Moritz Heyer unter Steffen Baumgart tatsächlich Spielzeit bekommt, aber dann eher im Mittelfeld. Das ist ja auch ein relativ laufstarker Spieler. Nach dem 1:0 gegen Kiel gab es ein 0:0 gegen Braunschweig. Wenn man sich aber mal die Statistiken anguckt, dann sieht man, dass es hier absolut an der Chancenverwertung lag. Wieder Ballbesitz 50-50, also da bleibt sich der HSV jetzt treu. Die bleiben bei sich. Passquote ist auch wirklich nicht so krass gut, ne? Und hier sieht man auch, der HSV hat einfach 47 Mal in diesem Spiel geflankt. Davon sind aber nur 7 Flanken angekommen. Und dann stand das Stadtderby an. Der HSV gegen St. Pauli, 32. Spieltag. Und der HSV gewinnt das Stadtderby tatsächlich gegen den Tabellenführer, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch, mit 3:1. Und jetzt schauen wir mal vor den letzten beiden Spieltagen auf die Tabelle.
Und diese Tabelle sieht mittlerweile echt verdammt gut aus, aus HSV-Sicht. Zum einen ist der HSV nur noch 4 Punkte hinter St. Pauli. Das heißt, wenn die letzten beiden Spiele verlieren sollten, HSV die letzten beiden Spiele gewinnen, dann könnte sogar noch was mit dem Meistertitel werden. Dann könnte man Pauli sogar noch abfangen. Das, worauf es ankommt, ist aber natürlich der Aufstieg. Und da sieht es auch ganz gut aus. 2 Punkte Vorsprung vor Greuther Fürth. 3 Punkte Vorsprung schon vor Fortuna Düsseldorf. Also da hat man sich schon eine ganz gute Ausgangslage mit der Konstanz, die man in den letzten Spielen gezeigt hat, erarbeitet. Ja, 7 Spiele am Stück nicht verloren. Jetzt fehlen eben noch 2 Spiele. Das erste gegen Paderborn. Schwieriges Spiel auswärts und dann das letzte Spiel zu Hause gegen Nürnberg. Am vorletzten Spieltag steht der HSV also auf dem 2. Tabellenplatz. Und was passiert dann? Natürlich logisch, man verliert 3:0 gegen den SC Paderborn. Maxi Rohr, Ex-HSVer und Robert Leipertz treffen. Der HSV mit nur 31% Ballbesitz. Steffen Baumgart scheint hier einen absoluten Terrorball zu spielen. Das sieht wirklich echt nicht gut aus. Und ja, dementsprechend schlägt Paderborn an den HSV wieder mit an sie suchen auf der 10. Der hat sich da echt festgespielt und Okugawa hat Jatta komplett verdrängt. Also der spielt da keine Rolle mehr. Van der Bremt wieder als Rechtsverteidiger, hat sich Gadunic und Schonlau in der Innenverteidigung. Und Noah Katterbach, auch das hätte ich nicht gedacht. Also Noah Katterbach ist, ja, da muss ich fühlen, als wäre er im falschen Film, dadurch, dass Steffen Baumgart jetzt auf einmal wieder sein Coach ist. Aber hier in dieser Simulation zumindest scheint er zu spielen und Miro Muheim da ein bisschen verdrängt zu haben. Also die Mannschaft hat sich im Vergleich zu dem, was Tim Walter auf den Rasen gebracht hat, schon um einiges verändert. Nach diesem 0:3 steht der HSV aber dennoch auf dem 2. Tabellenplatz, weil nämlich die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 3:0 gegen Magdeburg verloren hat. Hätten die dieses Spiel gewonnen, wären sie am HSV vorbeigezogen, hätten 60 Punkte, wären damit Zweiter. So bleibt der HSV auf Platz 2, behält sich die gute Ausgangsposition für das letzte Spiel in Nürnberg. Der FC St. Pauli konnte schon die Meisterschaft feiern. Die sind, wie gesagt, nicht mehr abzufangen. Und damit schauen wir auf den alles entscheidenden letzten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Außerdem schauen wir uns gleich zum Ende des Videos nochmal kurz an, wie die Bundesliga ausgegangen ist, ob Leverkusen tatsächlich Meister wurde oder ob die Bayern sie nochmal abgefangen haben. Und das machen wir tatsächlich auch zuerst. Die Bundesliga-Tabelle sieht, so predicted ist der FM zumindest, sieht so aus. Bei Leverkusen auf Platz 1 mit 82 Punkten und die Bayern holen nur 69 Punkte. Das ist krass. Mainz, Köln und Darmstadt steigen ab. Schaut euch aber mal die Form der Bayern an. Also auch da ist der FM sehr realistisch. Nach der Niederlage gegen Bochum, nach dem 2:3, lief es zunächst ein bisschen besser und dann gegen Saisonende die letzten 7 Spiele, davon gewannen sie nur noch 1 und das gegen Köln. Haben unter anderem gegen Wolfsburg verloren und damit sind sie eben nur Zweiter geworden. Aber Thomas Tuchel ist tatsächlich hier bei den Bayern noch im Amt. Also die haben ihn nicht entlassen. Das, worauf es in diesem Video ankommt, ist aber natürlich der HSV unter Steffen Baumgart. Im letzten Spiel der Saison wurde das Ganze so angegangen. Bakariata kehrt wieder zurück für Masaya Okugawa, Ansisuhu und weiterhin auf der 10. Muheim, Schonlau, Hatzika Dunic, Van der Bremt auf rechts. Und der HSV gewann mit 2:0. Oh, ist das gut. Robert Glatzel und Ludovic Reis mit den beiden Toren. Und die Abschlusstabelle in der 2. Liga sieht damit eben so aus. St. Pauli Meister, der HSV mit 62 Punkten auf Platz 2. Das sind weniger Punkte als letztes Jahr. Dennoch reicht es dieses Jahr für den direkten Aufstieg. Letztes Jahr hat der HSV 66 Punkte geholt, wären hier also schon lange durch gewesen. Da sieht man mal, wie viel Pech man letztes Jahr dann noch irgendwie hatte. Es hätte auch alles so viel anders laufen können. Also laut Football Manager wird Steffen Baumgart den HSV tatsächlich zum Aufstieg coachen. Wenn ihr jetzt Lust auf noch mehr Football Manager habt, dann klickt doch einfach mal hier rein, denn da spiele ich mit dem 1. FC Köln mit Transfersperre und allen möglichen Kram. Diese Karriere ist absolut verrückt. Lohnt sich komplett da mal reinzuschauen. Würde mich freuen, euch drüben zu sehen. Bis dann.